Legion, hier ist Nomad, over. Das nächste Amber Ruin Geschäft und die Käufer sind uns ein Rätsel. Aber wir kennen den Bestimmungsort der Gaslieferung. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Identifizieren Sie den Käufer und bringen Sie einen Sender an der Ware an. Rainbow kann Sie verfolgen, neutralisieren und die Organisation dahinter ausschalten. Wenn Sie entdeckt werden, kommt der Handel vielleicht nicht zustande und eine Rückverfolgung wäre unmöglich. Verstanden, Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zur nächsten Eventmission von Operation Amber Ruin mit dem Titel Der Teufel, den wir wollen. Ja, also mal wieder eine Stealth-Kistenmarkier-Mission. Gut. Kann ich mitleben. So, wo müssen wir hin? Mount Hodgson sind wir. Herzaufbereitungsanlage. Das ist da unten. Also gerade dort. Gut, dafür brauche ich jetzt keinen Marker zu setzen. Ich würde gerne mit dem Fallschirm hinspringen. Meint er, wir können da runterspringen? Fallschirm ist einfach die angenehmste Art zu reisen. Kommen wir überhaupt da hoch? Nein, nicht runterrutschen! Ah! Sophia! Hoch da! Hoch da! Hoch da! Jawohl! So, und jetzt? Fallschirm! 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 Och Mensch! Nun, das war nix. Na komm, dann rutsch halt runter. Oder? Jetzt aber. Vier Wachen, alles klar. So, bisschen Wut rauslassen. Gut. Ich hab's gern schnell und sauber. Jawohl. So, dann. Ich glaube, wir brauchen dann gar nicht mehr mit dem Fallschirm groß hin. Wie viele Filter haben wir denn noch? Drei. Gut. Das ist unsere zahlreichen Tode. Oder meine zahlreichen Tode. Hier, Fallschirm? Ja, natürlich. Da, da. Was war das denn für ein Sound? Was war das denn für ein Geräusch? Ja. Gut, so, hier haben wir die. Oh, wir können mit dem Fallschirm auf dem Ding landen. Hier auf diesem. Dem Teil da. Und dann darüber die Basis infiltrieren. Wobei, das Ding läuft vorbei, ne? Ja, Filter ist wieder fast platt, aber hier haben wir Nachfüllstationen. Man darf uns nicht sehen. Wenn Sie was Verdächtiges bemerken, bringen Sie das Gas in Sicherheit. Ja, ja, ist schon klar. Das hab ich verstanden. Vielleicht sollte ich doch zuerst den Filter austauschen und dann die Kisten suchen. Bevor ich gleich tot umfalle. Können die. Okay, hier haben wir eine. Eine. Jo. Ich muss jetzt erstmal. Ich brauche einen Filter. 20%. Oh Gott. Das war knapp. Fahrzeuge fahren hier ja sehr selten rum. Und in den Gasgebieten erst recht. Oh shit, ich verliere schon Leben. Komm, jetzt aber schnell. Komm, kletter doch da drüber. Oh mein Gott. Das muss der Käufer sein. Mal sehen, was wir über ihn herausfinden können. Heidewitzka. Was soll ich denn jetzt mit dem Käufer machen? Achso, ich soll nur herausfinden, wer der Käufer ist. Alles klar. Gut, stecken wir uns hier. Unbekannter Zivilist. Zivilist aus Großbritannien, der Geschäfte mit Sentinel macht. Was soll ich denn mit dem machen? Soll ich den rausfinden, wer er ist? Warum kommt der zu uns? Ich glaube, ich werde die Zeit beantragen.
Ich bleib einfach mal hier. Ich meine, er kommt ja, so wie es aussieht. Hier ist Porter. Das Gas ist inspiziert und bezahlt. Meine Leute kümmern sich um den Transport. Ich kann die Insel allein verlassen. Sentinel muss nichts davon wissen. Ich weiß, was das MI6 auf Lager hat. Meine früheren Kollegen haben nichts, was mit diesem Gas vergleichbar ist. Oh. Ein Legion, hier ist Nomad. Der Käufer heißt Porter, möglicherweise ehemals MI6. Porter? Planänderung. Porter ist ein Prioritätsziel, der meistgesuchte Terrorist der EU. Wir brauchen trotzdem einen Sender, um die Ware zu verfolgen. Neuer Auftrag. Ergreifen Sie Porter lebendig. Vorsicht. Oh, toll. Die Verkäufer dürfen Porters Organisation nicht informieren. Ich übergebe ihn den Outcasts. Er wollte die Insel allein verlassen, also sollte niemand etwas bemerken. Rainbow kann ihn dann später abholen. Nomad out. Okay, wir müssen wieder hierher locken irgendwie. Kommt der? Nee. Verdammt. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn direkt weggesnackt. Verdammt. Okay, gut. Dann also Sender platzieren und Porter entführen. Gut. Dann schauen wir mal. Irgendwie können wir die Dinger mit der Drohne ja nicht markieren. Ah, okay, einen haben wir da. Direkt um die Ecke. Ein paar Wachen. Eine Wache. Haufen Wachen drumherum. Okay, das ist der erste. Drohne darf natürlich auch nicht entdeckt werden. Da ist auch eine. Gut. Ah, guck mal, jetzt werden sie markiert. Irgendwie manchmal werden sie markiert, manchmal nicht. Keine Ahnung. Ich zu hoch bin vielleicht nicht. Nö. Will das auch nicht unnötig lang da rumfliegen. So, wir wissen jetzt. Eine da und eine da hinten. Bin ich da drüber? Oh Gott, das ist vielleicht gar keine so gute Idee. Oh, autonome Geschütztürme. Na schön. Wie schön. Da hätte ich auch keinen dadurch. So, ich muss versuchen, diese Wache da wegzulocken. Habe ich es noch ausgerüstet? Ja. Schauen wir mal. Bringt das was? Jawohl. Hab das gehört. Dann gehe ich jetzt dahin. Okay, es könnte klappen. Ich hoffe, es klappt. Wäre schön, wenn mal irgendwas nicht total den Bach runtergeht direkt. Verdammt, ist das kalt! Wenn ich jemanden finde, kann der was erleben! Wo gehst du denn hin? Du bist falsch! Du sollst doch da hin! Was war das denn? Irgendwas ist hier! Ich weiß es! Oh, Schützen 2. Es hat noch ein anderer das gehört. Geh doch da rein, Mann! Geh da rein! Da drin war das Geräusch! Ich schaue das Ding halt mal dahin. Zu weit weg, ne? Verdammt, ist das kalt! Wenn ich jemanden finde, kann der was erleben! Ja, wei. Scheiße, das war's. Na toll. Danke, alter Mann. Die Zielperson entkommt. Das war's. Können wir eigentlich direkt neu starten? Brauche ich gar nicht drauf zu warten, dass da steht, dass die Mission fehlgeschlagen ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der so schnell anfängt zu schießen, wenn er uns entdeckt hat. Naja. Das nächste Mal wissen wir's. Oh, wir müssen nochmal rausfinden, wer der Käufer ist. Das ist sehr gut. Das ist tatsächlich sehr gut, denn da können wir den direkt wegsnacken. Allerdings, wo tue ich den dann hin? Wenn ich den hier niederschlage, nicht, dass er stirbt, das wäre doof. So. Jetzt machen wir erstmal hier. So, er kommt ja dann hierher, ne? Das
muss der Käufer sein. Mal sehen, was wir über ihn herausfinden können. Gut, so, er kommt jetzt zu uns. Wenn wir die Info dann haben, dann gehe ich direkt zu ihm und schnapp ihn mir. Dann legen wir ihn vielleicht, ich hoffe, dass er dabei nicht stirbt, legen wir ihn dahinter. Da ist er ja relativ geschützt. Und dann können wir die Dingens direkt markieren, die Kisten. Die Transportkisten. Das ist also Container. Na komm her, Porter, ex-MI6. Ist blöd, dass danach kein Checkpoint war. Aber ganz gut für uns. Ich setze mich einfach direkt hinter ihn. Wir treten uns ja schön in den Hier Rücken ist Porter. Zu. Das Gas ist inspiziert und bezahlt. Meine Leute kümmern sich um den Transport. Ich kann die Insel allein verlassen. Sentinel muss nichts davon wissen. Ich weiß, was das MI6 auf Lager hat. Meine früheren Kollegen haben nichts, was mit diesem Gas vergleichbar ist. Legion, hier ist Nomad. Der Käufer heißt Porter, möglicherweise ehemals MI6. Porter? Planänderung. Porter ist ein Prioritätsziel. Der meistgesuchte Terrorist der EU. Wir brauchen trotzdem einen Sender, um die Ware zu verfolgen. Neuer Auftrag. Ergreifen Sie Porter lebendig. Vorsicht. Die Verkäufer dürfen Porters Organisation nicht informieren. Ich übergebe ihn den Outcasts. Er wollte die Insel allein verlassen, also sollte niemand etwas bemerken. Rainbow kann ihn dann später abholen. Nomad out. Ich lege ihn da zwischen die Tonnen. So, wenn ich hab ihn hier. Wenn ich den jetzt umhau. Was passiert dann? Wir werden es herausfinden. Kann ich ihn wieder aufheben? Ja, sehr gut. Haha. Gut. So, da haben wir ihn. Perfekt. Nochmal eine neue Gasmaske, beziehungsweise ein Gasfilter. Und dann gehen wir die Kisten markieren. Am besten arbeiten wir uns da von hinten nach vorne. Wir wissen ja jetzt, wo die Kisten sind. Ich brauche die jetzt nicht nochmal neu zu suchen. Wir schnappen uns zuerst die Kiste mit, die hinter dem LKW steht. Gehen dann wieder raus. Wenn ich mich recht entsinne, ist irgendwo da ein Eingang. Also auf der anderen Seite. Muss mal aufpassen, dass da nicht irgendwo doch noch ein Sniper oben rum gammelt. Oh, hier könnten wir auch rein. Und rauf. Höre ich eine Flugdrohne? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, ich lege mich mal hier hin, um zu gucken, was kürzer ist. Hier durch oder da hinten durch. Das Ding ist da. Gut. Warum wird das daneben markiert? Naja, wurscht. Okay. Das ist tatsächlich relativ weit weg noch. Kommen wir da durch? Vielleicht mit einem Schneidbrenner? Das wäre sehr toll. Kennt ihr übrigens Trick 17, wie man verhindern kann, dass Leichen entdeckt werden? Das ist ganz... Na, einfach ist es nicht unbedingt. Aber die sicherste Methode ist, keine Leichen zu hinterlassen. Oder die Leichen natürlich zu verstecken, aber das ist dann wieder ein bisschen mit Risiko verbunden. Was hast du denn gedacht? Hier gibt's nichts zu sehen. Bevor ich da reingehe, schaue ich mir hier erstmal nähere Umgebung da an. Oh mein Gott, Minigunner. Gut, aber der sieht uns nicht, wenn wir uns schnell dorthin bewegen. Wenn du nicht die Klappe hältst, mach ich aus dir einen Mann.
Hier spaziert einer rum, der könnte uns entdecken. Ansonsten sind hier keine Wachen, so wie ich das sehe. Nur der hier, der macht mir ein bisschen Sorgen. So, wo läuft der denn genau lang? Okay, wir können uns hinter diesem Ding verstecken. Wenn er wegläuft, können wir an die Kiste. Frage ist, wie lange dauert es, bis der wieder zurückkommt? Ist eigentlich wurscht. Ist eigentlich egal. Ich gehe jetzt da drüber und verstecke mich hinter den... hinter diesem... ihr wisst schon, dem da. Oh Gott, der kommt ja hier lang. Oh Gott. Verstanden. Hab die Schicht über auch einen Scheiß gesehen. Das Hauptquartier gibt mir besser diesen Funkertyp. Beschissenen Wachschichten nerven. So, wenn er da vorbeigeht, wenn er wieder weitergeht, dann kann ich das Ding platzieren. Ja komm, geh weiter. Mein Filter hat nur 40%. Mach. Oder ich knall dich ab. Aber das ist unklug. Wir haben ja gerade gesehen, dass der Minigunner da Sicht auf dieses, auf den Spot hat, wo er stand. So, ich hoffe, es geht schnell. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, und weg. Hey, nichts Verdächtiges in meinem Sektor. Ich weiß, ich bin auch hier draußen. Ob der Funker uns Unterstützung holen könnte? Wir sind unterbesetzt. Was machen Sie hier? Nix, ich bin schon weg. Keine Sorge. Gut, so, das war der erste. Perfekt. So, Filter austauschen vielleicht. Naja. Ich warte nur noch, bis sie anfängt zu husten. Nee, wollte sagen, bis sie anfängt zu schnaufen, aber das tut sie gerade. So, ich leg mich mal hier hin. Schauen wir nochmal die exakte Position an. Die Ablösung sollte sich beeilen. So, die sind da und da. Das wäre am klügsten, wenn wir das der Reihe nach machen. Glaube ich. Wobei... und der ist der drin oder noch draußen? Ah, der ist noch draußen. Aber der Punkt, wo wir dran sollen, ist hinten dran. Das heißt, wir könnten... hier ist niemand. Da kommt doch keiner. Könnten hier rüber rein. Ist sogar tatsächlich scheinbar gewollt, denn ansonsten wäre hier keine Nachfüllstation. Dann hier durch die Tür. Ich müsste aber wissen, ob da jemand drin ist. Jo, da sind ein paar drin. Nun. Überall Wachen, ne? Das ist so übel. Aber gut. Ich glaube, ich mache das ganz genau so, wie ich das gerade gesagt habe. Und hinterlasse dann vielleicht ein paar Leichen. Habe ich eine Blendgranate auch dabei? Ja, habe ich. Gut. Hier will ich, wenn es geht, noch keine Leichen hinterlassen. Nee, ich bin nicht da. So, Filter ist wieder... und den anderen kann ich auch vielleicht aus der Halle heraus markieren, ohne entdeckt zu werden, weil diese Wache da, der Funker, hier in diese Richtung guckt, wo wir gerade laufen. So, ich möchte jetzt gerne erstmal wieder meinen Filter austauschen, bitte.
Sehr gut. Und dann ist erstmal Schluss mit der Rumsprinterei. Er liegt noch da, chillt, alles klar. Oh, es wäre so schön, mal eine Mission wirklich perfekt stealth zu machen. So, hierüber kann man rein, das weiß ich. Aber zuerst Tarnspray, weil da vorne ein Geschützturm ist. So, und jetzt rein. Ich wechsle schon mal, oder? Nee, vielleicht noch nicht. So, ich wechsle auf die Pistole. Oh mein Gott, ich hab so Angst gerade. So, drin. Ich hätte gerne einen kleinen Rover. So, einen so, wie kriege ich die da weg? Ich weiß nicht, ob das Ding zu ist. Ich muss die weglocken. Oder zumindest einen davon. Und zwar dahin, wo der andere es nicht sehen kann. So, jetzt. Ich hab da was gehört. Ja, ich weiß, du hast da was gehört. Das ist. Gut, ich komme auch. Er kommt auch? Ich dachte, die kommen nur alleine. Ich kann der was erleben. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Geh noch ein bisschen weiter. Hier tut sich rein gar nichts. Ich werde mal weitersuchen. Genau, mach das. Es ist nichts zu melden. Okay. Er chillt jetzt da. Okay, gut. Kann ich den hier nehmen? Ja, perfekt. Dann lege ich den in die Ecke, in der ich gerade gewartet habe. Und dann log ich den anderen noch dahin. Ich bin ja froh, dass die Wachen nicht sehen, wenn da einfach eine herrenlose Wache, so dumm, sich hier Waffe rumliegt, wie bei Hitman. Oder von solchen Geräuschen irgendwie getriggert werden. So, okay. Jetzt der nächste. Ganz ruhig. Was war das denn? Vielleicht hätte ich das Licht sollen ausschießen. Ich seh mir das mal lieber an. Kein unnötiges Risiko eingehen. Mir friert der Arsch ab. Ich dachte, für sowas haben wir Drohnen. Geiler Schuss. Ihn auch. Komm, aufheben. Sollte nicht entdeckt werden, sonst ist das ganze Lager wieder in Aufruhr. Eieiei. Das macht gerade so Spaß. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mir das gerade Spaß macht. So, ich will es aber auch nicht verkacken jetzt. So, schauen wir uns hier mal um. So, da ist eine offene Tür. Da ist der erste Container. Und da ist der zweite Container. Kommen wir hier mal irgendwie raus? Unbemerkt vielleicht mit der Drohne. Gut, hinten rum, ne? Ich will mal gucken, wie die Wachsituation vorne dran aussieht. Ich habe Kopfschmerzen. So, Wachsituation vorne dran. Ein Haufen Wachen. So, der Container ist da. Aber da hinten, das sieht eigentlich keiner, oder? Und bei dem hier auch. Da können. Vielleicht haben wir da eine Tür irgendwo drin. Schauen wir dann nachher. Wenn wir dann hier durch können und dann hier raus können. Zu dem. Da müssen wir dann nur aufpassen, dass das Schwergewicht hier nicht gerade in die Richtung guckt oder er hier. Gut. Kriegen wir hin, oder? Ein Absplitter nehmen. Angeschossen in Somalia. Scheidung während ich in Indonesien. Dieser Job hat mich fast alles gekostet. Komm, mach. Ich sagte, hier ist schon ziemlicher Wahnsinn. Alter. Ich freue mich. Komm. Es könnte ein bisschen schneller gehen vielleicht. Dankeschön. So, nice.
Oh, hier noch ein paar Materialien. Sehr gut. Waffe zum Zerlegen. Oh, da ist eine Wache drin. Gut, dass ich nicht rumgesprintet bin, sondern trotzdem noch vorsichtig war. Ein Schütze. Der steht genau davor, wo wir hin müssen. Gut, dann locken wir den wieder weg. Das war nicht weit genug. Da, hinten hin. Oh, er hat nur nichts gesagt. Er ist doch trotzdem hingegangen. Ja, geh doch, Mann. Ich muss gleich den Filter wieder austauschen. Das Ding ist so ob. Die Kugel zum Werfen. Sagen. So, erstmal Filter austauschen. So, der liegt da hinten safe. So, gut. Dann. Da haben wir einen Haufen Wachen. Oh, ich dachte gerade schon, der hätte die Drohne entdeckt. Alter Schwede. Sag doch nicht einfach, wenn ich mit der Drohne da vorbeifliege. So, dann beobachten wir mal. Der Minigunner läuft gerade in die Richtung. Dann müssen wir auf jeden Fall warten, bis der wieder weg ist. So eine Scheiße. Ich hoffe, ich bin froh. Welche Richtung gucken die denn? Der guckt nach vorne und der Minigunner guckt halt dahin, ne? Sieht der Minigunner das denn wirklich? Ja, der könnte das sehen. Lieber kein Risiko eingehen. Wo wir jetzt schon so gut dabei waren die ganze Zeit. Hier ist nichts. Die Scheiße nervt echt. Rumstehen, Natur angucken, zusehen, wie der fette Typ wie besessen seinen Minigun putzt. Zusehen, wie der fette Typ wie besessen seinen Minigun putzt. Warum soll der denn fett sein? Hat doch nur eine dicke Rüstung an, oder? Ich glaube, das wäre jetzt genau der Zeitpunkt. Keine Meldung von mir. Du musst dir oder vielleicht Sorgen auch nicht. Heavy MG ist für dich da. Kapiert? Heavy MG Heavy ist für dich da. Der Rapper. Wenigstens ist es aber hier ich warm. Bin Heavy Ach, MG, weil ich ein Maschinengewehr habe. Ein schönes Maschinengewehr. Oh Gott. Und oh mein Gott. Hier ist auch alles sauber. Scheiße, jetzt guckt ihr gerade in die Richtung. Ist blöd. Ich beantrage eine Versetzung. Das ist doch scheiße. Ich wusste, dass da jemand ist. So, jetzt schnell da rein und um die Ecke. Hier ist nichts. Oh, Schwein gehabt. Nice! So, und jetzt müssen wir den Typ gefangen nehmen. Toll, da kommen wir jetzt da nicht. Ah, wir haben hier aber doch eine Leiche. Guck mal. Kommen wir da auch raus oder ist das nur ein Räumchen? Oh, das war. Hey, es war richtig. Richtig geil. Ach, hier sieht man ja gar nichts drin. Mit keiner Sicht. Oh, werfen wir den mal dahin. Was gibt's denn hier so zum Einsammeln? Nichts, was wir nicht schon haben, weil wir haben ja alles. Außer ein Schneidbrenner. So einen Hinterausgang gibt es nicht. Gut, da hoch, das bringt uns nichts. Keiner weiß, dass wir da waren. So cool. So. Mal aufpassen, dass wir jetzt nicht noch auf dem letzten Drücker entdeckt werden. Kann ich da hinten vorbei? Das wäre cool. Und da nicht. Aber da. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh Gott. Nice. So. Was, dass da keine Wachen sind? Und ab. Oh Gott, ich habe vergessen, das Spray zu benutzen. Aber war ja alles gut.
Scheiße, kommen wir nicht mehr raus, oder? Hier kommt man nur rein und nicht raus. Jo, hier kommen wir nur rein, nicht raus. Gut, nächste Herausforderung. Wie kommen wir raus? So, wir kämen da, könnten wir hoch. So, wenn wir da oben sind, sind wir oben. Das hilft uns noch nicht viel weiter. Und da ist zusätzlich auch noch ziemlich unübersichtlich alles. Tja, wie erobern? Ja, erobern wir mal den Mann. Eieiei. Drohnenführerschein. Vielleicht nochmal wiederholen. Nun. Das ist jetzt ein bisschen... Da kann ich mich auch nicht durch Schneid brennen, oder? Das ist ja zum Bilder verstärkter Zopf. Wie bist du rausgekommen? Na gut, ja. Ist einfach, wenn man von den Gegnern nicht entdeckt wird, ne? Nicht gesehen wird. Das, schnell rein. Gut. So. Ich finde das immer noch hardcore irritierend, dass wenn man in den Räumen in einem Raum ist, dass man dann nicht dass der Nebel dann halt, der Gasnebel so weit weg ist. Ich würde ja versuchen zu schlafen. Soll ich den erschießen? Nee, das ist zu risikoreich. Ich kann ja versuchen, ihn da reinzuholen. Das war das Falsche. Wenn ich den jetzt da reinlocke, dann muss ich aber irgendwo sicher sein. Er ist der Einzige, der mir und dem Ausgang im Weg steht. Ein Geräusch. Was war das? Das weiß niemand so genau. Geh doch mal nachschauen. Ja, genau. Geh mal nachsehen. Geh mal nachsehen, was das für ein Geräusch war. Ich hoffe, es ist auch der Richtige, der kommt. Jawohl, ja. Ist der Richtige. Hier ist jemand. Ich weiß es. Geh schön da hinten in die Ecke. Los. Ich bin erfroren, ehe wir hier draußen was finden. Hey, nein, da, rein da. Na, ah, shit. Was machst du denn? Jetzt geht der wieder weg? Bisher nichts gefunden. Geht der nicht? Ich suche weiter. Ja, mach mal. Oh, das war schon so. Hat Hawaii schon so ausgesehen? Ja. Hat gerade schon so ausgesehen. Jetzt hat er was gesehen. Hm. Hier ist nichts. Ich sehe mich weiter um. Nee. Oh Gott. Geh doch da in die Ecke dann. Wenigstens. Oh shit, der kommt. Hier ist jemand. Oh fuck. Ich weiß es. Ja, ganz dumm sind sie nicht, ne? Ich weiß auch nicht, wessen Idee das war, ein Bullet Casing zu werfen. Also eine Leerhülse. Ich habe zu viele Unschuldige in meinem Leben sterben sehen. Das ist schon was anderes als ein Bürojob. Steht der Minigunner wieder? Müssen wir wieder warten? Ja, weil ein Stein oder so wäre irgendwie unauffälliger, oder? Um jemanden irgendwo hinzulocken. Weil ich meine, ein Stein kann auch von einem Tier losgetreten worden sein oder sonst irgendwas. Aber eine Leerhülse, eine Hülse, die kann nur von einem Menschen geworfen worden sein. Ich weiß nicht, wessen Idee das war. Ich weiß nicht, was ich so sagen darf, weil ich habe ja für die Delta Company ja ein NDA unterzeichnet. Deswegen will ich jetzt nicht zu viel sagen, aber eine Hülse, also wir haben darüber abgestimmt, beziehungsweise darüber auch gequatscht, und eine Hülse war nirgends, von einer Hülse war nie die Rede. Naja.
So, wie sieht's denn jetzt hier aus mit der Minigun-Situation? Oh Gott! Nicht zu voreilig. Wenn der weggeht, gehe ich raus. So, ich gehe jetzt raus. Ich hoffe, es war kein Fehler. Du musst dir nichts Sorgen machen. Boah. Und weg. Yeah, nice! Haha! Perfekt! Eine perfekte Stealth-Mission. Naja, fast perfekt. Haben doch noch ein paar Leichen hinterlassen. Fünf, glaube ich. Vier Leichen haben wir, glaube ich, hinterlassen. Aber gut. So, wie komme ich mit dem jetzt weg? Ich habe ja gar kein Fahrzeug da. Ja, dann kommen wir mit. Ein Kilometer ohne Fahrzeug? Wir haben sie ihn gefangen, ohne entdeckt zu werden. Ja, habe ich ja getan. Wie soll ich denn jetzt einen Kilometer mit dem auf der Schulter, oder was? Der Typ ist nicht sehr gesprächig. Keine Sorge. Sobald unsere Leute ihn haben, werden sie das Eis schon brechen. Klingt unheimlich. Muss ich mir Sorgen machen? Du, mein Freund, hast keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Weiß nicht, ob ich mich jetzt besser fühle. Jo, also... immer noch... Ich meine, wenn das Ding mal weggehen würde, dass ich nicht entdeckt werden darf, dann könnte ich ja... Das kann ich da nicht hoch, weil das so steil ist. Eieiei. Wie kommen wir denn da hin, wo wir hin müssen? Ist irgendwo da. Da. Die Hauptstraße entlang. Serpentinen. Alter, nee. Wir haben da noch einen Standort von Skell, das ist ein Fahrzeug. Ne, der Selbstversorger. Ist aber auch garantiert auch ein Fahrzeug. Was haben wir denn hier? Irgendwas Rotes? Da ist aber auch noch was. Kann ich die Drohne benutzen, wenn ich den habe? Nee. Ich steck den jetzt einfach hier hin und gehe ein Fahrzeug holen. Jetzt mal schauen, wo eins ist. Okay, da ist auf jeden Fall keins. Das ist zu hoch. Oh, das ist ein Flugabwehrgeschütz. Aber kein Auto. Brauchen ein großes Auto. Da ist ein Auto. Das ist aber eins, mit dem man nicht fahren kann. Sind zwei Arme und Drohnen. Da ist der Standort von Skell Technology. Da ist auch ein Fahrzeug. Aber eine Wolfspatrouille mit zwei Arme und Drohnen. Die uns natürlich entdecken würden. Verdammte Axt. Wer hat das denn designt? Die Mission, meine ich. Gott, wie weit ist das weg? Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Ich meine, da hier ja keine Autos rumfahren. Aber wenn ich zu weit von dem weg bin, dann ist auch wieder die Mission gescheitert. Das heißt, ich kann nicht so weit weglaufen. Ich weiß, mangels hat natürlich auch nicht, wie weit ich überhaupt weglaufen darf. Gibt's in der Basis irgendwo ein Fahrzeug, das ich klauen kann, ohne dass es auffällt? Ich glaube, das wäre das Einfachste. Das sind lauter Fahrzeuge, aber heavy bewacht. Einen anderen Ausgang so richtig gibt's ja nicht. Nee. Kommen wir nicht raus mit dem Fahrzeug. Ah, das darf so nicht wahr sein. Denn die Mission designt. Das ist ja an für sich die Mission, fand ich gerade geil. Aber das jetzt gerade finde ich echt doof. Na gut, dann werden wir halt eine Wolfpatrouille ausschalten, wa?
Dann nehmen wir ihn wieder mit. Und gehen die Wolf-Patrouille ausschalten. Habe ich Raketenwerfer noch ausgerüstet? Nein, natürlich nicht. Den brauchen wir. Außerdem wäre von Vorteil... Hier, Sprengstoffexperte. Wehe, von denen entdeckt zu werden, zählt auch. Wahrscheinlich wären wir in der Zeit, wo ich jetzt gesucht habe, schon auf halbem Weg dort. Vorne ist eine Patrouille. Da. Wie viele Filter habe ich denn noch? Da kann ich gerade nicht gucken. Ist ja auch noch so ein Ding. Ich kann ja nicht ewig durch den... durchs Gas joggen. Ich leg den Typ dann hier hin. So. So, ducken. Dann sind die da dran. Zuallererst. Gut. So, das waren die. So, jetzt die da vorne. Ist das ein Fluss? Den sehen wir. Gut, da können wir drüber. Ja, ich weiß. Lass mich mal gucken, wie viele Wolfs? Nur ein Wolf? Oh shit, der Filter schon wieder. So. Ich hoffe, es klappt. Vorsicht, die wissen, dass wir da sind. Ah, ich dachte, die fährt weiter. Bam! Perfekt. Nice, so. Perk wieder wechseln. Was hatten wir? Hab's vergessen, Namen persönlich. So. Gut. So, dann können wir ihn jetzt wieder nehmen. Und dann kommen wir ein Fahrzeug. Was ein Aufwand. Ja. Aber ich stehe zu meinem Wort, das ich niemandem gegeben habe, außer mir selbst. Ich lade das hier so weit möglich an Cut hoch. Ich weiß, ich habe die vorletzte Folge habe ich etwas geschnitten, weil ich halt das Mikrofon stumm geschaltet hatte. Ist das jetzt... Moment. Ist das wirklich ein Fluss? Nee, es ist wirklich nur ein See, Gott sei Dank. Ja, also, weil ich das Mikrofon stumm geschaltet hatte für 20 Minuten oder so und dann dachte ich so, nee, das lade ich so da nicht hoch. Ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der unkommentiertes Gameplay bevorzugt, aber die meisten von euch möchten ja auch ein bisschen Kommentar haben. Vor allem war das Gameplay, das zwangsunkommentiert war, nicht gerade spannend. Ich habe da eigentlich nur die Kisten gesucht. Ach, guck mal noch. Apropos Kiste. So, ich setze ihn jetzt ins Auto, schnapp mir die Kiste, was auch immer da liegt, neuen Filter und dann geht's ab. Noch Wolfs? Oh Gott. Ich habe gerade Wolfs gehört. Patrouille Wolfs.
Sind die weit genug weg? Ah, die gehen wieder zurück. Sehr gut. Gut, schnappen wir uns gemütlich einen neuen Filter und dann fahren wir los. Unterwegs müssen wir noch einmal kurz anhalten. Das eine Fahrzeug, das, in das man nicht einsteigen kann. Och nö, gerade Ash, mein Liebling. Warte, die bleibt hier. Oh, toll. Größeres Fahrzeug wäre mir auch lieber gewesen, aber ich nehme, was ich kriegen kann. So, ganz vorsichtig. Wollen nicht entdeckt werden. Ach ja. Können wir, gibt es hier vielleicht eine schnellere Route? Jetzt sind hier den Berg hoch. Nein, zu viel Risiko. Das war's, geht hier. Wir könnten natürlich hier den Fußweg nehmen. Mit dem Auto. Also ein Pickup packt das doch, oder? Da kamen wir eben nicht hoch. Können wir vielleicht die eine Sentinel-Patrouille umgehen? Oh, perfekt. Guck mal, da ist die Straße. So, da oben wissen wir, ist der Flugabwehrturm. Das ist eine Straßensperrung. Oder? Nee. Also schon, aber irgendwie. Oh Gott. Schlecht. Ich bin nicht böse, ich bin nicht böse, ich bin ganz lieber. Wenn du mich erstmal kennenlernst, weißt du, ich bin gar nicht so. Okay. Oh mein Gott, zum Glück bin ich nicht Vollspeed da hochgefahren. Das Auto wäre voll im See gelandet. Perfekt. Wer hätte gedacht, dass wir hier bei Skell landen? Was? Aerowon riecht langsam wie eine Umkleidekabine. Ich bin froh, dass ich rauskomme und was zu tun habe. Das war jetzt nicht notwendig, aber... Oh Gott, natürlich kommt jetzt ein Heli. Natürlich kommt jetzt ein Heli. Wo ist der? Da ist er. Nee, jetzt ballern die da rum. Bitte nicht. Vernichtet sie! Nein, nicht schießen! Nicht schießen! Feuer einstellen, nicht schießen! Boah, Schwein gehabt. Die bei. Also, wenn. Zerquetscht sie! Wenn die Mission deswegen jetzt gescheitert wäre, dann hätte ich aber einen neuen Monitor gebraucht, weil ich den alten dann zerboxt hätte. Nee, hätte ich natürlich nicht, aber. Ja. So. Und jetzt? Drängt sie zurück! Haltet sie auf! Muss ich den einfach hier hinlegen? Legion, hier ist Nomad. Die Outcasts haben Porter. Der Sender ist an der Ware. Rainbow wird Porter abholen. Dieser Einsatz war ein Erfolg. Verstanden. Nomad out. Nice. Geil. Warten wir mal noch kurz, ob Legion uns wieder ins Wort fällt. Tut er scheinbar nicht. Gut, dann... Freue ich mich darauf, dich beim nächsten Video, bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und dann, ja, sehen wir uns dort. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.